Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech mit Drag Scorpion und dem Protoss Holdenrio. Unseren Captain. Captain, mein Captain. Ja, genau. Ja, wir haben etwas hier rumgewerkelt. Waren fleißig beim Farmen. Und ich möchte euch gleich von Anfang an was zeigen, dass wir danach auch damit loslegen können. Und zwar, erstens, wir haben die Smeltery. Ups. So. Um noch einen erhöht, dass das jetzt 4 sind. So, und jetzt schmeiße ich hier 9 Eisen rein und 9 Manganes und wir schauen uns dann an, was da raus wird. So. Ich weiß es. So, ich bin da an den durchgelaufen. Das tut doch weh. So, dann nehme ich noch die 2 Carpenters Blöcke und die 3 Eisen und ich habe einen Carpenters Hammer, den brauchen wir nämlich für draußen. Ja, dann zeigen wir, was wir noch alles so gemacht genau haben, dann ne? Haben wir hier unsere Erzkiste, die ist etwas leerer geworden. Da hinten haben wir unsere Ingot-Kiste, die ist etwas voller geworden, etwas zu voll. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hast du ein Holz einstecken? Ein Stick höchstens, aber kein Holz. Dann muss ich jetzt mal Moment. Das ist jetzt total schön. Nein, ich habe keinen Schaden. Ich hab's im Kreuz. So, was macht die Smeltery? Die brennt vor sich hin. So, dann etwas Dschungelholz rein und ich habe einen Wood Cover Chest Upgrade. Und klick da mal drauf und schon ist Weihnachten rum. Endlich. Oh. So, ein wenig mehr Platz und die Smeltery kann arbeiten. Sehr schön. Dann hätte ich gesagt, ja, der zündelt noch. Aber brauchen noch einen Tick. Ja, ganz kurz noch warten. So, Zaun, das habe ich jetzt letzte Mal schon, glaube ich, onscreen gemacht. Wenn nicht, dann nicht. Aber das werden wir euch zeigen, sobald wir rausgehen. Ja. Weil da hat sich ein bisschen was getan. Vielleicht kann man es an der Minimap schon erahnen. Ja, ich habe keine. Ich bin in das Smeltery, denn da wird mir keine angezeigt, Gott sei Dank. So, wir sehen jetzt. Wir haben schon mal Molten Iron haben wir genau. Schon. Und was passiert jetzt? Und was passiert mit Manganese? Die, wo meine Folgen kennen, wissen es. Die, wo aufgepasst haben. Große Überraschung. Ja. Und wir haben Molten Steel 36 Stück. Dankeschön und tschüss. Stahl. Nichts mehr mit aufwendig Wellcraft bauen. Nein. Stahl in Hülle und Fülle. Ja, so viel auch wieder nicht. Also wir haben jetzt noch 9 Stück. Das sind zwar 36 Ingots rauskommen, ist aber jetzt doch nicht so viel. Vor allem, weil... Ach ja, genau. Das Wichtigste noch. Weil wir natürlich etwas abgedatet haben. Ich gehe jetzt erstmal in Thermal Expansion. Ihr kennt normalerweise die Rezepte von der Sommel. Und dann gibt es einen Machine Frame und der Machine Frame wird jetzt gemacht aus Steel Ingots, Glas und Gold. Wurde geändert, was ich das letzte Mal sagte, was er mir bestimmt geglaubt hat. So, also hier früh brauchst du jetzt auch Stahl. So, dann haben wir abgedatet und zwar CEF Hardcore, Thermal Expansion, Redstone Arsenal, Mine Factory Reloaded, Tinker's Construct, der hat noch einen zweiten Mod hinzugefügt, der heißt T-Mechworks, also Tinker's Mechworks, glaube ich, heißt das Ding. Dann haben wir noch hinzugefügt Furnace Mode und den Chisel Mod, weil wir leider keinen anderen Mod gefunden haben. Der uns auch schöne Blöcke gemacht hat. So, jetzt ist 18:58 Uhr, ich lege mich in mein Bett. Oh ja, ich komme mal mit. Gute Nacht. Ja. Kannst du dich auf deine Seite aussteigen? Achso. Ja, klar, bin ich Kasper, das Gespenst oder was? So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal hier raus. Durch diese Tür. So, und dann schaue ich mal, ob mein Sapling da runtergefallen ist. Ihr seht, es ist etwa baumfreier geworden und nee, wir haben keinen Sapling bekommen. Verdammt. Ja, ich hatte auf dem Weg, wo ich hier ein wenig rumgewuselt bin,
einen Tannenbaum zerlegt und zwei Säpplinge bekommen und den mitgenommen, aber die haben mir keinen mehr gegeben. Das ist gemein. So, jo, dann seht ihr hier unser kleines Tinkerhaus. Das haben wir, wie gesagt, den Zaun habe ich jetzt abgedreht. Und ich habe das Mauer zum Dach hochgebaut. Der Giebel quasi. Der Giebel, genau. Dann haben wir hier etwas aufgeräumt. Beziehungsweise die Kisten auf die Straße gestellt. Ja, das wissen die ja, dass wir das Haus abgerissen haben. Ein paar Bienen haben wir gesucht und gefunden. Ein bisschen Limestone Dust. Den habe ich da so in meiner Höhle gefunden. Da zeigen wir euch dann sowieso, wo, wie, wieso, weshalb, warum. Ein bisschen Clay. So, dann haben wir hier, Blaze Powder. Blaze Powder haben wir in der Wüste gefunden. Also wir waren nicht im Nether, keine Angst. Ein paar Blumen. Farbe. Ein paar Setblings. 5 Stück oder so. Unser Essen. Unsere ersten Seeds. Unsere zweiten Seeds. Und hier ist es immer leerer geworden. Genau. So, dann die Straße. Ja, das ist noch nicht die Straße. Es ist erst der Unterbau der Straße. Genau, Dreck nimmt das da sehr genau. Also das heißt, da ist Cobblestone und dann Kies drauf. Beziehungsweise sandiger Kies. Den soll den Gehweg markieren. Ja, da wollen und wir dann heute. Kommt dann später noch der Belag. Vielleicht schaffen wir das heute noch. Genau. So, okay. Und dann, seht ihr hier meinen Gartenzaun. Dafür habe ich jetzt meinen Hammer mitgenommen. Wenn ich jetzt Rechtsklick mache, kann ich den Zaun ändern. Und der ist schön. Ah, den kann ich connecten oder deconnecten lassen. Cool. Aha, okay. So, und jetzt muss ich mal schnell. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin immer noch im Adventure-Modus drin. Weil teilweise einige Sachen nicht funktionieren, aber das geht einfacher. Und vor allem, dann wird der Hammer nicht verbraucht. So, klack, klack, klack. Und dann muss ich mir dann noch was Passendes suchen, dass das ein schöner Zaun wird. Ah, okay. Das ist jetzt eine spannende. Ich habe schon wieder kein Werkzeug genommen. Mist. Ach, der Zaun gefällt mir so. In meinem Texture-Pack sieht das schon gar nicht so verkehrt aus. Ah, ich habe immer noch keins. Dauert ja bei mir auch nur 5 Minuten, eins zu bauen. So, ich spoiler dann schon mal weiter. Ich gucke nämlich schon mal zum Haus. Ja, da gucke ich auch gleich hin. Ja. Da wart ihr ja dabei, als wir angefangen haben, das zu bauen. Da haben wir jetzt ein bisschen weitergebaut quasi, wie versprochen. Also schon mal, den Rohbau quasi erstellt. Sieht dann ungefähr so aus. Ich kann mal gerne erklären, wie es werden wird. Also man kommt hier rein. Ich habe Drake ja seinen Wunsch erfüllt, eine Doppeltür zu machen. Dann hier geradeaus in die Küche mit Fliesenboden, wie man möchte. Dann schön Holzboden. Hier wird das Wohnzimmer mit einer großen Glasfront kommt da rein Richtung Garten. Dann habe ich hier schon mal einen Kamin angefangen. Hab da erstmal Holz reingelegt. Müsste rein theoretisch auch funktionieren, weil wir ja eine Bucket-Version haben und Essentials drauf ist. Damit dürfte sich das Feuer nicht verbreiten. Werden wir dann testen und ihr werdet live dabei sein. Ansonsten müssen wir halt Feuer in den Nether und Nether-Rack holen, was... Ist er dann live dabei, wenn ich ihn erschlag? Also, wenn das Haus... Genau, wenn die Hütte abbrennt. Genau. So. Dann hier die Treppe, die sieht noch etwas nackig aus, da werden wir uns gleich drum kümmern. Dann hier oben, wird hier so eine Art Terrasse, Balkon entstehen, dachte ich mir so. Mhm. Hier ein kleines Bad oder wie auch immer, Toilette. Und dann hier unsere beiden Zimmer. Sollte lang. Ist das oder? Ein kleines Bad? Ja, ich weiß nicht, ob wir eine Badewanne haben, ansonsten bauen wir halt nur ein Scheißhaus rein und dann gucken wir mal. Mit. Sonst bauen wir uns noch ein großes Bäderhaus mit Swimmingpool und Dampfsauna. Ja, und wir haben ja bei Jom so Blende drauf, so ein Poolhaus bauen wir auf jeden Fall, weil wenn wir uns Springwood finden, da kannst du dich dann drin heilen. Also ist dann ein Heilbad und so. Ah, siehst du? Genau, sowas machen wir dann. So, und dann hier unten noch die Essecke.
Und dann hier der Durchgang in die kommende Garage. Ja, sowas, wie ihr wisst, sowas müssen wir mittlerweile einplanen. Ja, wir haben ja Plan drauf und wir wollen das Pack ja noch für uns erstellen. Und da werden natürlich dann auch Fahrzeuge bei sein, also wollen wir auch eine Garage haben. Wo auch immer ich jetzt war. Das Loch, was du da erzählt hast, das war die Vorbereitung auf das Garagentor. Achso. Mittlerweile weiß ich, dass ich nicht ganz so viel Platz brauche, aber das werden wir dann auch noch hinbauen. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir damit anfangen. Ja. Ja. So. Somit. Was ich noch zum gemacht Haus. Habe, jetzt kann ich mal gucken, ob der Stahl schon durch ist. Ja, ich schmeiße ein wenig Sand rein. Schließ die eine Glock ab. Und lass die andere laufen. Blöcke brauchen 13 Sekunden. Und wenn das Glas durch ist, dann schaut das so aus und wir haben Clear-Glas. Willst du Klarglas drüben benutzen oder möchten wir ein etwas farbigeres Glas benutzen? Einfärben. Wenn ja, in welche Farbe wollen wir es einfärben? Hellblau, blau. Also rot nicht, weil ich will nicht den P. Punkt, Punkt, rot Punkt, und Punkt. Rosa nicht, nein. Nee, rot und rosa nicht. Brauche ich mir was Eigenes, wenn du rosa baust. Ja, wir können ja mal hellblau ausprobieren. Ich schau gerade. Ah, da. Da ist ein Knochen. So. 3, 2, sind es 4. Dann die da rein. Muss ich die vorher umfärben? Moment. Ich glaube ja. Weiß ich nicht. Glasblöcke mit Farbe. Ja. Ich sehe gerade gar nichts, was du machst. Nee, du siehst das momentan nicht gleich. Ne? Ich brauche noch einen Knochen und einen Lapis. Na gut, dann werden wir fürs Dach werden wir Farbe brauchen, sehr viel. Und damit wir nicht ständig rote Blümchen suchen gehen müssen, habe ich hier ein kleines provisorisches Feld angelegt. Und zwar sind das hier ISC-2-Crop-Stangen. Falls ihr nicht wisst, wie die hergestellt werden, einfach in einem Crafting-Feld. Ich zeige das eben hier. Hier zwei Sticks leer lassen, da zwei Sticks und man bekommt hier diese Crop. Okay, das war falsch. So, und ja, Tinkers hat ja diese Mattock. Mit dieser Mattock kann man hier umgraben, quasi wie die, wie hieß das Ding vorher? Ah, ich hab's schon wieder vergessen, die Hoe, genau. Und dann kann man da die Crops draufsetzen und dann 4 Blumen in die Hand nehmen und draufklicken und dann wachsen die Blumen immer wieder nach und man bekommt direkt die Farbe, wenn man dann Rechtsklick drauf macht. Genau. Wie gesagt, es gibt ziemlich viele Blumen, aber die müssen wir natürlich erst züchten. Und das kommt dann irgendwann in unsere Zucht, in unser Zuchthaus. Ja, genau. Nein, in unsere Gartenlaube. Unser Zuchthaus. Nein. Zuchthaus ist aber auch gut. Ja, da kommt dann Baumeister rein. So, und jetzt machen wir es nochmal, aber ich habe Gott sei Dank eine Verbindung für dieses Glas. So, das heißt, wir machen jetzt die Scheiben, 16 Stück. Und jetzt machen wir das so. Das wird gar nicht angezeigt hier im Crafting Table. Das ist ja, ich habe recht. Fies. Hat geklappt. Gut, also. Dann gehen wir mal hin, hoffentlich connectet es auch. Ja, tut's. Aber es connectet auch. Nein, es tut's nicht. Verdammt. Warum? Schaut ja blöd aus. Kannst du mit dem Carpenterhammer was machen? Ich glaube nicht. Carpenter, bitte Fenster einbauen. Danke. Kann man nicht Carpenter-Blöcke reinsetzen und Glas drauf machen und dann hat man Scheiben? Ja, das. Oh, die kann man ja abbauen. Ist ja cool. Ah, wenigstens ein Vorteil. Wir können doch die Carpenter-Blöcke so halb machen, ne? Oder wie war das? Warte mal. Oh, schau mal. Hier. Schön. Was? Ah, jetzt hast du ganze Blöcke genommen. Okay. Also da aber man das, kann doch. Da werden wir das mit ganzen Blöcken machen, ganz einfach. Ja, aber man kann doch hier, guck mal, diese Carpenter-Blöcke einbauen.
Und dann kannst du doch mit dem Hammer halbieren, sodass die halb rausgucken oder halb rein, oder? Wie war das? Na, da musst du wahrscheinlich die Glasblöcke drauf machen. Aber mit dem Hammer kann man die doch flacher machen, oder nicht? Die Ja, Carpenterblöcke. warte, das probieren wir gleich. Wie gesagt, das ist ja ein Glas, das wo Gott sei Dank nicht kaputt geht. Habe ich ja vorher auch noch nicht gewusst. So, Rechtsklick. Lock, lock. Genau. Mehr außen oder Und mehr jetzt. in den Glas? Mehr so? Jetzt ist innen dicht, ne? Ja. Ja, lieber außen eine Fensterbank, oder? Ja. Nein, geht nicht. Also der lässt Ach, sich nicht schade. verknüpfen. Nicht mit dem Glas, wahrscheinlich nur mit normalem Glas, oder? Vermute ich ja. Nee. Ach, schade. Das? Weil das wäre dann noch eine Alternative gewesen, das hätte man dann noch machen können. So, jetzt muss ich nur Das könnten. aufpassen, dass ich nicht die falsche Axt nehme, weil sonst mache ich es nochmal. Der Vorteil von dem Glas ist halt, es connectet schön. Ja. Warte, eine große Glasscheibe. Aber wir wissen es jetzt dann. Und dann habe ich halt 16 Glasscheiben. Die wir für was anderes verwenden Genau. können. Wir haben ja noch welche, wo wir keine gecoverten Blöcke brauchen. So, dann habe ich hier noch 48. Und die da, dann habe ich nochmal 8. Kann ich nochmal 8 Glasscheiben, Glasblöcke machen. Dass uns keine Monster mehr reinhüppen. Das da kann ich so ab, muss ich so abreißen. Okay. Wissen wir Ja. Bescheid. Sehr Gut. schön. Das wird es das. So, dann haben wir uns was Besonderes für die Treppe überlegt. Und da muss ich wieder an die Baukiste. Ja, kann mir nämlich auch was Schönes zeigen. Dafür brauche ich mal das. Dann brauche ich das. Und ich brauche das. So. Gut. Und zwar hat der Drake mir was ganz Tolles gezeigt. Da muss er jetzt bei sein, dass er es mit zeigen kann. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt extra die Carpenter-Treppen genommen. Wenn man jetzt natürlich hier mit dem Klotz draufhaut, dann werden die ganz normal. Und das wollen wir auch so haben. Habe ich beschlossen. Willst du, dass dann So. hier Holz bleibt oder soll dann da Na, auch? da, nein, das wird Holz, weil wir nämlich jetzt hier mit Holz draufgehen. Nein, ich wollte drauf. Ja, dann solltest du auch drauf gehen. Ja. Drauf ist oben. Ja. Jetzt müssen wir das andere nochmal Ja, abhauen okay. hier. Mist. Ups. Machen wir mal Treppen drehen. Treppen. Hallo, drehst du mal richtig? Sonst bauen wir sie ab und dann auch gut. Dauert nur 5 Jahre. Kann ich wieder rausziehen, dann dauert es 5 Minuten. So. Super. So, du wieder rein. Du rein und du jetzt oben drauf und oben drauf. So. Das heißt, wir haben quasi eine Steintreppe, die mit Holzstufen belegt ist. Und das finde ich total klasse. Das finde ich echt super. Und So. dafür würde er mich jetzt hauen, aber das ist mir jetzt egal. Nein, weil das sieht man eh nicht. Doch, weil das nach oben geht. Nein, das sieht man nicht. Und ich zeig dir jetzt warum. Wenn du herkommen würdest. Ja, ich komme. Weil so sieht die Treppe natürlich blöd aus. Das heißt, ich klatsche hier Ah, okay. natürlich Diagonalen hin. So. Dann kommen da natürlich auch noch Diagonale hin. So. Und jetzt muss ich mich hier mal eben einbauen, damit ich da auch noch Diagonale setzen kann. Hier schon. Mach mal die auch voll, bitte. Ja. Da und da. Da und da. Da und da.
So, jetzt ist nämlich eine Ebene. Sonst ist nämlich ein kleines Stüfchen nach unten gegangen, deswegen. Ach so, ja, okay, das mag natürlich angehen. So, und somit haben wir jetzt eine wunderschöne Treppe. Passend zum Haus mit Holz drauf, Auflage. Sehr schick. Der Nachteil ist, jetzt haben wir hier oben ein kleines Stüfchen, aber na gut. Wenn wir hier Teppich legen oder so, dann ist das auch wurscht. Genau. Dann fällt das auch nicht weiter auf. So, wunderbar. So gefällt mir das doch. Schick, schick, schick. So, okay. Dann hätte ich gesagt, werden wir noch etwas Glas produzieren. Das werden wir dann auch noch reinbauen und dann werden wir uns in der nächsten Folge ums Dach kümmern. Ja, und dafür werde ich jetzt schon mal anfangen, mir diese Säge zu nehmen. Und hier haben wir extra ein paar Greatwood-Bäume gefällt, der noch übrig war. Und dann, ich glaube, zwei davon nochmal neu gezüchtet. Ja. Deswegen haben wir ein bisschen Holz. Und das werden wir jetzt zersägen und ganz viele von diesen Carpenter-Blocks machen. Obwohl, warte mal. Nee, wir werden erstmal nur Sticks machen. Carpenter-Blocks werden wir so nicht machen. Ich mache jetzt erstmal hier Holz. Und Holz. So, und das Problem ich kann auch nicht sehr viel Glas machen, sehe ich gerade. So, und vor allem brauche ich eine neue Säge. Hast du schon beide verbraucht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich die verbraucht, die ich hatte. Haben wir noch eine? Wenn noch eine im Regal ist, Äftel. Oh. Ah, Mensch. Wenn diese Blocks setze. ich weiß ja mittlerweile, wie es komplett geht. Nimm jetzt erst den oberen Hammer, der ist glaube ich fast kaputt. Ja. Hast du Eisen einstecken? Nein, oder ich habe eigentlich gehofft, dass du den reinlegst, weil du bist weggelaufen. Achso. Ja, warte. 1, 2, 3, 4 Ingots brauchen wir. 2 oben, 2 da drunter. Und dann haben wir eine Platte. Und noch eine. 2 Platten. So, der kommt dahin. Mittlerweile weiß ich sogar, wo ich das genau legen muss. Ich habe sogar noch 4 Sticks. So. Und dann haben wir eine Säge. Und räumen das Zeug wieder weg. Gut. Und dann kann ich jetzt mit der Säge noch mehr Sticks machen. Da werden wir nämlich einige von brauchen. Ja. Machen wir mal so und machen wir mal ja. So. Hellblau zu züchten wird blöd, weil ich habe keinen. Wir haben keine Knochen mehr, da ich dachte, dass hier fast nichts spawnt. Haben wir natürlich sowas nicht. Soll ich nochmal Butcher eingeben oder wollen wir. Ach, wir müssten auch mal langsam in die Mistkraftwelt. Ne? Ja, ich glaube, bevor wir das Dach da machen, werde ich beim nächsten Mal Mistkraft anlangen. Das heißt, wir werden uns noch ein paar Tintenfische suchen. Ich glaube nicht, dass das so spannend ist, dass ihr da dabei sein müsst, weil ich habe keine Ahnung, wo hier ein Wasser ist. So, und hier. Ups. 3 Sticks diagonal und ein ganz normales Holz, zum Beispiel Great Wood Block, und dann bekommt man hier 4 von diesen Carpenter Slopes und die braucht man natürlich fürs Dach. Genau. Zack. So, okay. Aber in der Hinsicht, wir sind schon wieder am Ende von der Folge. Jo. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal, wie gesagt, wenn es dann endlich in eine Mischkraftwelt geht. Wow. Bis dahin. Jo, bis dahin. Tschüss. Ciao.